Es gilt folgende semantische Äquivalenz. Im Allgemeinen heißt, wir werden hinterher noch eine Ausnahme kennenlernen, wo diese Äquivalenz nicht gilt. Wenn ich schreibe vor Init-Anweisung, boolsche Ausdruck, Inkrement-Ausdruck und die Iterationsanweisung, kann ich das auch überführen in folgende äquivalente Wahlschleife. In geschweiften Klammern eingeschlossen, und zwar wegen des Gültigkeitsbereichs der Init-Anweisung, wird zunächst halt die Init-Anweisung ausgeführt, dann wird in einer Wildschleife der boolsche Ausdruck berechnet, die Iterationsanweisung ausgeführt und der Inkrementausdruck. Und zwar das zusammengefasst als Iterationsanweisung der Wildschleife. Wie gesagt, das gilt nicht bei Verwendung der Continue-Anweisung, die wir hinterher noch kennenlernen werden. Da gibt es Ausnahmen. Aber im Allgemeinen gilt diese Äquivalenz. Wir schauen uns das mal an einem Beispiel. Hier wird durchlaufen der Wertebereich von Schritte gleich 1 bis 5 oder genauer gesagt bis 4. Hier wird Schritte immer um 1 erhöht und es wird halt entsprechend der Wert dieser Variablen auf dem Bildschirm ausgegeben. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt die Überführung, erstmal diese geschweiften Klammern, aufgrund dieser Geschichte, dass der Gültigkeitsbereich von hier eingeführten Variablen sich beschränkt auf die Voranweisung. Und das ist auch hier so. Der Gültigkeitsbereich von Schritte beschränkt sich jetzt auf diesen Block. Anschließend wird jetzt in der Wahlschleife hier die Schleifenbedingung überprüft und die Iterationsanweisung und die Inkrementanweisung, die werden zusammengefasst zu der Iterationsanweisung der Wahlschleife. Das heißt, es wird ausgegeben und inkrementiert. In der Tat sind diese beiden Anweisungen semantisch äquivalent. Das heißt, wenn sie ausgeführt werden, bewirken sie immer dasselbe.